Stracke, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Frau Kollegin, meine sehr verehrten Damen und Herren, als letzter Redner bietet ja das oftmals die Gelegenheit, die Argumente etwas zu ordnen und die Debatte zusammenzuführen. Ich denke, das, was uns in der Rentenpolitik verbindet, ist vor allem Vertrauen und Verlässlichkeit. Das ist das, was die Menschen von uns einfordern. Deswegen geht es in die falsche Richtung, wenn Leitlinie wäre Kurzatmigkeit oder Schnappatmung, so wie wir es häufig erleben, insbesondere von Seiten der Linken, was den Überbietungswettbewerb in dem Bereich angeht. Ja, Herr Birkwald, Sie haben ja vorher gerade eben gesagt, Sie waren der Erste, der sich angeblich beim Überbietungswettbewerb hier zu Wort geäußert hat. Das zeigt das eigentliche Lebenselixier und Selbstrechtfertigung von dem, was die Linke letztlich in diesem Bereich tut. Und wir sollten hier nicht den Eindruck erwecken, dass es der gegenwärtigen Rentnergeneration schlecht geht oder sie massenhaft in der Altersarmut sich befinden würde. Denn genau das Gegenteil ist richtig. Der heutigen Rentnergeneration geht es so gut wie keiner anderen zuvor. Und wir sind es im Übrigen gewesen, die seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder die Ansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung gestärkt haben. Wir haben Leistungserweiterungen durchgesetzt und wir waren es, die die Mütterrente auch durchgesetzt haben. Das kommt vor allem denjenigen zugute, die vor 1992 Kinder erzogen haben. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag für das Generationenband und für diejenigen, die Kinder erzogen haben. Deswegen haben wir die Mütterrente gemacht und dies kommt auch den Menschen in diesem Land zugute. Und deswegen haben wir zugleich das Niveau in der gesetzlichen Rentenversicherung stabilisiert. Und ja, wir sind in der Rentenversicherung natürlich dem demografischen Wandel ausgesetzt. Das hat viel mit der Geburtenrate zu tun, aber auch mit der steigenden Lebenserwartung. Und deswegen ist das beste Mittel gegen Altersarmut und natürlich auch für die Generationengerechtigkeit eine Politik für Wachstum und Beschäftigung. Denn die Rente von morgen bemisst sich nach den Einnahmen von heute. Und da sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Möglichst viele Arbeitsplätze, die gut bezahlt werden wollen. Wir verzeichnen heute ein Allzeithoch bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, die niedrigste April-Arbeitslosigkeit seit 1991. Und gleichzeitig haben wir den Mindestlohn durchgesetzt und eingeführt. Ein wichtiger Schritt dahingehend, dass gute Arbeit auch angemessen belohnt und entlohnt werden kann. Und Politik für Wachstum und Beschäftigung, das zeigt und dieses wirkt, die höchste Rentenanpassung seit 23 Jahren, bei gleichzeitig den niedrigsten Beitragssatz wie vor 30 Jahren. 18,7% gab es auch 1985. Das zeigt, wir sind hier sehr zuverlässig und sehr gut unterwegs. Und wir würden diese Debatte über die Rente sicherlich nicht führen, wenn wir derzeit nicht eine Situation hätten am Kapitalmarkt, die sehr niedrige Zinsen generiert. Die Rente ist weiterhin sicherlich die zentrale Säule der Altersvorsorge. Und wer arbeitet und für sein Alter vorsorgt, der muss im Ruhestand besser dastehen als jemand, der dies nicht getan hat. Deswegen ist dieser Dreiklang aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Vorsorge das Richtige. Aber diese Debatte, die wir derzeit führen, hat natürlich auch etwas mit der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank zu tun. Deutschland ist das Land der Sparer, der Mieter und der Lebensversicherungsbesitzer. Und deswegen sind es diejenigen, die als Nebenwirkung von dieser Politik der Europäischen Zentralbank derzeit den Preis zahlen. Natürlich weiß ich und wissen wir, dass die niedrige Inflationsrate in diesem Bereich auch hilft. Allerdings hat diese Nullzinspolitik vor allem einen psychologischen Effekt. Nullzinsen, das entwertet das Sparen und man gibt sich das Gefühl, dass es eine Altersvorsorge nicht mehr bedarf, beziehungsweise dass diese unattraktiv ist, obwohl eigentlich genau das Gegenteil notwendig wäre, mehr Geld zurückzulegen, damit man den Lebensstandard im Alter tatsächlich wahren muss. Deswegen brauchen wir weniger Wall Street innerhalb der Geldpolitik, mehr Bundesbank
Und vor allem, es gibt keine Alternative zu stabilen Staatsfinanzen und guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und wenn auf diesem Weg auch die Staaten in Südeuropa sich auf den Weg machen würden, Reformen wirklich hartnäckig auch durchzuführen, dann gibt es auch eine Chance dahingehend, dass der Europäische Zentralbank wirklich schnell ihre Zinspolitik wieder sein lässt. Und angesichts dieses zinspolitischen Umfelds müssen wir uns Gedanken machen, wie wir über das Sparen für Geringverdiener dies verbessern und die erwerbsgeminderten Menschen, dass sie ein Renteneinkommen haben, tatsächlich über dem Grundsicherungsniveau. Wir als Große Koalition diskutieren, entscheiden und beschließen. So halten wir es auch in der Rentendebatte. Hektik ist in der Rentenpolitik sicherlich der falsche Ratgeber. Und auf die lange Bank schieben tun wir es auch nicht. Herzliches Dankeschön. Vielen Dank. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet.